Okay, wenn Ton gleich runterkommt, werde ich den live im Stream kündigen. Was haltet ihr davon, wenn ich no joke a Vibe einfach ein richtig geiles Haus die Tage mal hinsetze? Ich dachte gerade, da wäre ein Creeper. What the f***? Halluziniere ich? Oder war hier ein Creeper? Ich glaube, wenn ich du wäre in Craft Attack, wäre nochmal ein whole nother Level. Hallo? Hallo? Ein Gamer? Alter, ist das da ein Gamer? Ist das ein... Hallo? Spreche ich da mit einem echten Gamer gerade? Mit einem waschechten? Alter, du bist es, oh ein Gamer! Oh mein Gott! Hey, wie geil! Ich bin Carsten und ich bin ein Gamer! Oder sowas. Es sieht hier oben wirklich geil aus für die Kaserne. Was hältst du davon? Also eine Kaserne ist ja schon, sag ich mal, entweder ist es so ein richtig roughes Industrial, so ein richtig militärisches Gebäude, ne? Oder eher sowas Prestigeträchtigeres, weißt du? Also eine Kaserne hat klar immer einen Innenhof, ne? Wo Puppen stehen, die bekämpft werden können und so weiter und so fort, ne? Das muss ja alles noch quasi dazu. Puppen so, ne? Also ich will mal ganz kurz vom Plan erzählen, den ich hier gerade geschmiedet habe. Ich Erzähl's war nämlich excited, mir. Dass du hier bist. Ja, okay. ja. Pass auf, das soll der Grundriss der Kaserne sein, okay? Ja. Gerade. Finde ich das geil. Das heißt, hier würden dann diese Puppen stehen, von denen du gerade erzählt hast. So Shooting Range mäßig, ja. Genau, dann hat man hier vorne so Schießdinger. Geil, das kann man doch sogar mit den Blöcken machen, mit diesen, ne? Oh, genau, geil. Hier könntest du deine Hängegärten hinmachen. Da ist extra noch Platz, weil das noch geplant wäre. Also eine Kaserne müsste ja auch heißen, die Räume innen drin müssten ja auch abgesteckt werden, ne? Das heißt, wir brauchen ja auch sowas. Ich habe dir übrigens mal hier ganz viel Quarz wieder reingelegt. Wir brauchen ja sowas wie einen Gemeinschaftsraum. Ein Klassenraum, wo sowas gelehrt wird und halt Betten. Und ich finde, die Kaserne könnte von mir aus gerne... Oh, Digga, die Kaserne könnte gerne... Guck mal hier, was hältst du davon, wenn wir die auf so ein kleines Podest machen? Weißt du, was ich meine? Also ich finde das hier eigentlich schon ganz geil. Mit einer Cobblestone-Basis, weißt du? Ja. Und dann macht man die quasi so ein bisschen aufgebockt. Das heißt, man hat quasi wie sowas wie eine Art, ja, falschen Keller. Verstehst du? Ja. Haben wir noch so Mossy-Stones und sowas? Warte mal, ich check mal vorne. Und dann machen wir eine kleine Treppe nach oben. Dann machen wir diese Basis so 4 bis 6 Blöcke hoch. Dann hat die auch nochmal quasi wie so eine Art Verteidigungsposition. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja dann auch, da ist ja dann noch die Waffenkammer drin im Best Case, ne? Macht ja Sinn. Aha. Wenn die ja hochgelegen ist, macht das ja eigentlich nur Sinn, oder? Gehe ich hier der Annahme... Das macht alles schon mal Sinn. Ne? Mhm. Da gehe ich der Annahme richtig, ja. So, wir gehen rein. Hallo, hallo, wir bauen die Kaserne... Hoho! Ja, Mojinsko, Alter! Wip! Wip! Bau ruhig um! Wip! Bau ruhig um! Fühlen wir das oder fühlen wir das nicht? Ach! Work in Progress! Ich dachte, der meint mich mit Wip! Ich heiße doch nicht Wip! Das ist doch nicht mein Name! What the fuck? Hä? Wer hat das hier alles umgebaut? War das Cast? Wer war das? Das war Cast? Okay, dann haben wir den Kellerzugang ja gar nicht mehr, ne? Dann müssen wir jetzt erstmal... Ich will jetzt da oben nichts verändern, ohne dass der nicht da ist. Ist Cast da? Warte mal. Wer ist denn GamingGuides.de? So, dem hauen wir jetzt aufs Maul. Digga, es macht sich hier so wirklich geil einfach. Sieht alles so nice aus, Mann. Wer ist er denn? Warum ist hier ein Clown? Warum ist hier ein Clown? Wer, was? Tobi? Leute, der Typ wird jetzt so geprankt. Der denkt, er kriegt was Schlechtes, aber dafür kriegt er 3 Dia-Blocks. Das ist nämlich jetzt mein Prank. Tobi bei mir? Okay, wenn Tobi gleich runterkommt, werde ich den live im Stream kündigen. So, GamingGuides.de. Und jetzt wirst du deine Strafe bekommen. Jetzt wirst du deine Strafe bekommen, GamingGuides.de. Weil nicht mit mir. Nicht mit mir. Und dann werde ich Tobi klatschen. IRL. Digga, wie weit wohnt er denn außerhalb? Wer ist er denn? Ist er das hier? So, komm her. So. Leute, ich bin einfach ein nice guy. Ich bin einfach ein nice guy. Ich bin einfach ein nice guy. Ich bin einfach... bin einfach ein netter Typ. Wisst ihr, was ich meine? Man muss ja mal... G steht für gönnen. So, und jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz hier an, was hier überhaupt passiert ist. Digga, dieses Haus mit diesem scheißenden Drachen. Was ist das hier? Warum ist hier ein gottverdammter Clown auf meinem Grundstück, Bro? Digga, meine eigenen Mitarbeiter. Meine eigenen Mitarbeiter. Was soll das, Tobi? Bist du dumm? Hä? Ach, scheiß drauf, den lassen wir jetzt erstmal da. Komm, ich werde Tobi gleich IRL eine reinhauen. So sieht's aus. Ja, mit dieser Kirsch hier, ach, mit dieser ganzen Konstruktion hier bin ich an sich nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Cast Crafter, da müssen wir nochmal drüber reden. Jetzt bauen wir aber erstmal hier den geheimen Keller des Schmerzes und der 1000 Seelenopfer. So würde ich den nennen. Geheimer Keller des Schmerzes und 1000 Seelenopfer. Ich überlege gerade, no joke. Erstmal natürlich klar, das erste, was ich überlege, ist bei Spark of Phoenix wieder zu klauen. Das ist ganz klar. Wir dürfen uns da bedienen, das ist alles soweit geklärt. So, der Craftex-Server ist natürlich
natürlich gerade ein bisschen geleert, ne? Dadurch, dass wir halt hier... So ist hier eigentlich Eis. Denk mal, Crocodile Andy hat hier das Schloss abgesteckt. Geraldex Server ist natürlich hier gerade ein bisschen geleert, dadurch, dass wir gerade ein neues Rust-Projekt gestern gestartet haben. Es wird aber auch nicht dauerhaft sein. 4 Doppelkisten. Ja, sind's ja jetzt, oder? Also ist ja... Habe ich jetzt zu viel genommen oder nicht? Nee, ne? Passt noch, was ich genommen habe, oder? Mann, ist es Cleanstone Spark. Beruhig dich. Wir bauen auf jeden Fall jetzt den geheimen Keller des Schmerzes und der 1000 Seelen. Das wird so eine Ars Verlies hier. Wird sehr, sehr geil und macht Spaß. Ja, mit dem Design hier der Kasernen bin ich noch nicht so ganz zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie bin ich da noch nicht so ganz d'accord mit, was der gute Castcrafter hier gemacht hat. Ich glaube, was haltet ihr davon? Okay, Chat, was haltet ihr davon? Ich meine, ich hatte ja ein bisschen Beef mit der Vive und so. Was haltet ihr davon, wenn ich, no joke, Vive einfach ein richtig geiles Haus die Tage mal hinsetze? So als Wiedergutmachung, wisst ihr? Was sagt ihr dazu? Nee. Ich finde, es ist geiler Content, weil ich mal wieder was anderes mache außer Hogwarts und weil ich halt dann so das Kriegsbeil endgültig begraben kann. Ey, ich weiß, ihr hasst alle Vive, aber ganz ehrlich, Chat, wir müssen auch mal so sagen, er ist halt ein Affe so. Er kann ja auch nichts in diesem Game. Wisst ihr, was ich meine? Er kann ja auch wirklich gar nichts. Also er ist ja legit, ist Vive einfach ein verdammter Loser in diesem Spiel so. So, und da ist es dann doch an mir, sag ich mal, als wie so eine Art, ja, nicht großer Bruder, weil ich will nicht mit dem verwandt sein, aber so, kommt, für den Content ist es geil. Dann hat er ein Haus, dann nervt er nicht mehr bei mir und dann sind wir auch ein bisschen, ja, dann sind wir den ein bisschen los. Versteht ihr, was ich meine? Das bringt ja was. Dann haben wir nämlich einfach Ruhe vor dem. Du bist doch auch ein Loser. Ja, das stimmt, aber nicht in Minecraft. Und die Elytra können wir ihm auch noch geben. Ich überlege mir das mal, Leute. Ich überlege mir das wirklich mal. Weil ich finde schon, ich habe ein bisschen Mitleid mit ihm. Wisst ihr, was ich meine? Ich baue ihm einfach ein neues Haus. In Rust baue ich dem gar nichts. Er kriegt auf die Fresse. Hier wurden einfach zwei Leute enthauptet. Alles klar, Digga. Einfach, Concrafter. Fangen wir an mit dem Keller des Schmerzes und der 1000 Seelen. Der geheime Keller des Schmerzes, ne? Das ist er nicht. Das ist falsch. Wir könnten so eine Art Gulag auch bauen für so Hundekämpfe, oder? Also auf jeden Fall, ja, ich finde hier so ein bisschen was. So ein kleiner Knast. Das wäre es schon. Das fände ich schon ganz geil. Sieht schon, guck mal, seht ihr, Leute? Das ist ganz wichtig, die Wand immer so zu blenden. Checkt ihr, was ich meine? Verschiedene Baumaterialien, damit es so wirklich richtig zusammengesifft aussieht. Damit man wirklich weiß, das ist ein Ort, da will man keine Kinder großziehen. Also generell, im Gefängnis ist es, glaube ich, schwierig, Kinder groß, aber ihr versteht, glaube ich, die Message dahinter, oder? Ich halte einfach die Fresse. Perfekt. So, den Boden machen wir auch hier so, ne? Einfach hier kann man einfach so machen, zack, zack, zack. Das soll ja wirklich ein trister Ort sein, ne? Das soll ja wirklich einfach ein beschissener Ort sein hier, so. Da kann man einfach mal alles so ein bisschen blenden, das ist egal. Da kann ein bisschen von dem hier rein, ein bisschen hiervon so. Das ist eigentlich relativ simpel. Man kann auch immer so verschiedene Chunks halt machen, wie ihr seht, dass die halt sich untereinander verbinden hier. Das macht ja auch Sinn, dass halt da, wo es Mosi-Stein ist, dass da ein bisschen mehr Mosi-Stein ist und so, ne? So... Ich dachte gerade, da wäre ein Creeper. What the f***? Halluziniere ich? Oder war hier ein... Ah! Da war wirklich... LOL. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Bro. Ich schwöre dir, ich habe den nicht gesehen. Ich dachte, dieser Grasblock wäre ein Creeper. Ja, kleines Loch in der Mauer hier. Da wird sich Castcrafter morgen drum kümmern. Klar, da hat Heiko Bock drauf. Da sehe ich ihn auch dran. Das ist eine Sache, die Heiko gerne macht, ne? So kennen wir ihn ja auch. Holy s***, wie dumm war das bitte wieder? Geil. Sieht doch schon mal nach einem richtig schönen Knascht aus, oder? Komm, schon knascht. Habt ihr, wenn ich du wäre, aufgenommen? Noch nicht, aber habe auf jeden Fall nochmal Bock drauf. Ihr könnt ja auch gerne mal, liebste Leute, für die Leute, die das Video hier gerade sehen, schreibt mir mal gerne Kommentare für, wenn ich du wäre, Aufgaben hier in Craft Attack in Minecraft, meine Freunde. Dann machen wir mal eine Folge, wenn ich du wäre in Minecraft. Das fände ich mal ganz geil, abwechslungsweise. Und wenn ihr darauf Bock habt, Chat, auf jeden Fall einmal an der Stelle. Ja, ihr seid gerade im Chat, ich weiß. Da könnt ihr auf jeden Fall mal hier in einen einzelnen Chat ballern und auch alle Leute, die hier gerade zuschauen, im Video mal einen Daumen nach oben da lassen. Das wäre Ehre. Ich glaube, wenn ich du wäre in Craft Attack, wäre nochmal ein whole nother Level. Wir könnten nochmal, wenn ich du wäre, in Dings machen, in Rust. Wenn ich du wäre, springst du da runter und verlierst alle deine Items. Boah, das wäre krass. In Rust ist es halt immer so 19 Stunden Grind dann halt dahinter, ne? Kann man die hier mit Lianen dran machen, dass die so, gibt's das? Nee, ne? Dass die Dings sind, so verrostet oder so? Nee, ne? Die sind ja schon so verrottet. Wie geil! Das ist doch eigentlich eine ganz geile Zelle hier, oder? Chat, was sagt ihr? Oder? Aber guck mal, ich grind hier schon durch. Man kann nicht anders sagen. Also ich gebe mir schon Mühe, dass wir es hinbekommen. Würdet ihr sagen, ich bin schnell im Bauen oder eher langsam? Die Zelle wird einfach ein bisschen größer hier. Komm, dann machen wir hier. So, check this out. Boom, Junge. 3 Zellen out of nowhere, Leute. Out of nowhere. Ich möchte auch so ein paar Geheimtunnel halt reinbauen, dass man halt aus der Zelle quasi ausbrechen kann und so. Wisst ihr, was ich meine? Wieso bin ich so gut, so Folterkeller und sowas zu bauen? Warum kann ich sowas, Alter? Was ist in meiner Kindheit falsch gelaufen, dass es sich